und sind da wiederum wie Mathematikprofessoren, die Erstklässler unterrichten. Ja? Und wir sehen auch schön, wie man auch sagt, zum Beispiel, warum kann ich mich nicht erinnern in der Reinkarnation an vergangene Leben? Warum kannst du dich nicht daran erinnern, dass du im Bauch deiner Mutter warst? Außerdem kannst du dich erinnern. Durch viele Aspekte, Talent und so weiter. Ihr wisst, wir haben darüber geredet. Und auch große Dichter haben gesagt, zum Beispiel sagt Goethe irgendwo, dass wir durch tausend Formen gehen. Ja? Und dass wir durch diese vergänglichen Manifestationen hindurch müssen. Ja. Und dass dann eben die Engel, damit wir überhaupt lernen können, ein bisschen den Schleier des Vergessens drüber werfen. Aber wir haben das Wissen. Beispiel. Wenn einer lesen und schreiben kann, dann setzt er sich hin und liest und schreibt. Hat's in der Schule gelernt. So. Da wird er sich doch auch nicht bei jedem Buchstaben sich versuchen zu erinnern, wie die Lehrerin ihm das beigebracht hat. Da kommt er gar nicht zum Schreiben, beziehungsweise er ist gehindert. Ich habe das im Kampf erlebt, im Wettbewerb und dann manchmal auch auf der Straße, wenn da ein Problem war und ich fing an zu überlegen, wenn der jetzt von rechts kommt da mit so einem Fuß, das müsste ich eigentlich abblocken. Ich könnte auch den Ellenbogen reinhauen, dann ist gleich vorbei. Dann schon habe ich eine abgekriegt. Ja. Das heißt, man muss auch im Straßenkampf oder im Kampf überhaupt, wenn man sich für sowas überhaupt interessiert, das soll man eigentlich gar nicht, unnötig. Aber bitte, muss man auf Autopilot schalten. So wie wir in unserem Leben auch auf Autopilot schalten. Wir haben das Gelernte, um uns zu bewegen, zu sprechen, dies und das haben wir in uns. Ich muss mich nicht immer zurückerinnern und zu sagen, oh, das habe ich damals so gelernt, das mache ich so, sondern wir schalten auf Autopilot. Und nur dann, meine Lieben, das ist auch ein Schleier des Vergessens. In dem Augenblick vergessen wir bewusst, dass wir was gelernt haben. Wir agieren automatisch. Das ist auch, und das muss so sein, sonst könnten wir gar nichts Neues lernen. Sonst werden wir ständig belastet durch das Alte. Das nennt man dann Unterbewusstsein. Da ist alles gestored, gespeichert. Ja, natürlich auch die Probleme. Und wenn wir meditieren, kommen die oft hoch. Und wenn ich damit umgehen kann und sich nicht mit der Lehre befasst, beziehungsweise wirklich weiß, wie man meditiert, der wird dadurch mehr belastet als sonst was. Gibt es in Amerika Bücher, da schreiben Leute, meditiere nicht. Kommt nur der alte Dreck hoch, da haben sie recht. Ja, wenn man da nicht weiß, wie man damit umgeht, dann ist mein Rat, meditiere nicht. Darum das kleine Büchlein Seelenatem Meditation. Und im Loslösungsprozess werden wir dann, bekommen wir Dominanz oder wir können die niederen Aspekte, haben wir besser in den Griff und können besser damit umgehen. Und wenn wir irgendwann unbefriedigt sind mit dem Weltlichen, das kommt doch mehr und mehr bei vielen Leuten, meistens bei Leuten, die richtig durchgegangen sind, die alles erlebt haben, die sagen Asche im Mund. Jemand von den jüngeren Monaden zum Beispiel, der das noch nicht erlebt hat, was ich erlebt habe, das bleibt vielleicht gar noch gar nicht bereit dafür, was ich hier sage. Das heißt, eigentlich nehme ich ihm eine Entscheidung ab, die er selber treffen sollte. Deshalb warne ich immer. Wenn das nichts für dich ist, gib dich nicht damit ab. Geh richtig rein ins Leben. Also koste mal richtig von der sogenannten verbotenen Frucht, damit du dann aus Erfahrung sagst, so wie zum Beispiel der Jack Nicholson, der ist 85, sagt er, ach, hätte ich doch nicht meine Zeit mit diesen Spielchen verbracht. Jetzt möchte ich eigentlich nur einen Menschen, der mich lieb hat. Nicht, weil ich Jack Nicholson bin. Jetzt, wo ich sterbe, sagt er, suche ich das Seelische. Errol Flynn hat gesagt, das einzige Buch, das ich hätte lesen sollen, war die Bibel. Kurz vor seinem Tod. Das ist doch eine wunderbare Erkenntnis, die er nur haben konnte, weil dieser Mann zum Beispiel durch alle sinnlichen Erfahrungen gegangen ist, die es gibt. Und die Johannes und die Natur geben uns die Möglichkeiten. Du willst das Schlimmste tun? Bitteschön. Du willst das Beste tun? Bitteschön. Die meisten Leute wollen erstmal das Schlimmste tun, obwohl sie manchmal gar nicht denken, ach, das ist ja gar nicht schlimm, ich will ja nur dies und das und jenes. Du willst mit Drogen Erfahrung haben? Bitteschön. Wer das wirklich will, dem werden sich die Möglichkeiten ergeben, dass er mit Drogen Erfahrung haben kann. Mit allem. So. Plötzlich findet er sich in einer Situation,
die, also zunächst einmal leicht enttäuschend, leichte Enttäuschung. Also taucht man tiefer in die Sinnesaktivität. Man braucht schon ein bisschen größeren Kick, ja, ein Kick. Immer mehr, immer mehr. Plötzlich verliert die Monade Interesse. Und man ist dann im Mahlwerk der Materie. Dann ist man der Hölle näher als dem Himmel, das kann man sagen. Ja? Dann entscheidet man, erstmal weiß man gar nicht, was man jetzt machen soll. Um Gottes Willen, was mache ich bloß? Ich lasse mich zum Gott erklären, sagt dann Cäsar, der alte Halunke, weil er genau wusste, oder andere sogenannte Kaiser, dass die Hölle auf ihn wartet. Die Leute sind ja nun nicht ganz doof, also nicht ganz intuitiv, intuitionslos. Sie spüren die Schwingung dessen, worauf sie selber hingearbeitet haben und wissen, wenn der Körper weg ist, der noch meine Bindung an diese Kaiserwelt ist, dann bin ich im Astralen und das ist schon ganz woanders. Das hat mit Königreich nichts mehr zu tun. Also lassen Sie sich schnell zum Gott erklären. Boah, hoffentlich hilft das. Nein, hilft nicht. Aber diese Leute, meine Lieben, und diese Monaden machen automatisch, nachdem sie ihr Karma ausgelebt haben, zögern, wie das Kind, das die heiße Kochplatte angefasst hat, da nochmal hinzugreifen. Sie zögern, obwohl die Versuchersituation an sie wieder herantritt, gar keine Frage. Zögern sie. Denn in der Erinnerung, obwohl die Engel einen Schleier des Vergessens vor der Reinkarnation lehnen, aber trotzdem unterbewusst in der Erinnerung, ist das negative Erlebnis mit der extremen, mit dem extremen Genießen der Sinnenwelt zum Beispiel. Also zögern sie. Und dann entsteht Ihnen die Frage, ist da nicht noch was anderes? Ich war jetzt da ganz unten, da ist es nicht. Wollen wir mal gucken. Dann kommt die Lehre. Ja? Also alle großen Dichter und Denker waren eigentlich von der Reinkarnation überzeugt. Und dann können wir sagen, dass der Mensch per se bereits das größte Kunstwerk ist. Denn es ist die Manifestation des Göttlichen. Ja? Und natürlich ist im Menschen auch das Dämonische, das zieht sich ja durch die ganze Geschichte. Und dieses Dämonische zu überwinden, ist eben wichtig. Und je höher wir uns bewegen durch die Lehre, wenn wir meditieren, wenn wir den Sinnesgenüssen nicht so nachgehen und so weiter und so weiter und so weiter, umso weniger sind wir beeinflusst von diesem negativen, von dem Widersacher Satan oder Satan, von dem Dämonischen. Ja? Darum sollte man auch den Menschen sagen, wenn sie sich mit Kunst befassen, sich mit höheren Dingen befassen. Wenn sie selber Kunst machen, Höheres machen. Nicht den Dreck unten. Kunst um der Kunst willen. Das ist ganz schlecht. Ja? Wenn ich in Dantes Internet entferne, das Niederste vom Niederen beschreibe, dann doch nur, um zu zeigen, wie man daraus hervorkommt. Und diesen Einweihungsvorgang innerhalb eines kleinen Büchleins, eines Theaterstückes, das sich natürlich keiner traut aufzuführen, zeige. Ja? Und deshalb kann man dieses Büchlein lesen und kann sehen, wie schlimm es ist auf diesen Ebenen und dann auch die wahre Liebe sehen, die an sich ein Loslösungsprozess ist. Ja? Und natürlich vom höchsten Standpunkt des Buddha aus gesehen, ist jede zu erkennende Form an sich manifestiertes Leid. Ja? Warum? Weil es vergänglich ist. Es gibt laut Buddha und auch laut Buch des Lichts kein anderes Leid als das Leid der Vergänglichkeit, beziehungsweise kein anderes Leid als das sich identifizieren mit dem Vergänglichen. Bin ich der Körper oder habe ich einen? Und wenn der Meister aus dem Nirvana zurückkehrt, dann hat er einen Körper und kann mit dem umgehen nach Belieben. Überall. Auf allen Ebenen. Kein Problem. Ja? Und natürlich kann man dann sagen, ja, Gott manifestiert sich aus Erbarmen, die Supermonade Erbarmen, super hohes kosmisches Mitleid mit all denen, die noch gar nicht wissen, dass sie Gott sind. Und die darum erstmal Erfahrung mit der Materie haben müssen, und zwar auf jeder Ebene. Sei es als Engel, sei es als Teufel. Und wenn einer dann sagt, oh, der böse Teufel, ja, kann sein, aber die Monaden müssen vielleicht, die eine mehr, die andere weniger, auch dadurch, um zu sehen, dass es da nicht lang geht. Da geht's nicht lang.
geht genau entgegengesetzt lang, wo wir herkommen. Das ist der Weg zu Gott. Das wollen wir hier anderen mitteilen und mit ihnen zusammen auf diesem Weg gehen. Geleitet nicht durch mich oder durch euch oder durch irgendjemand, sondern durch die Lehre. Meine Lieben, auf die verweisen wir bitte immer, ja? Sonst sind wir angreifbar. Sonst sagen die, was? Die geht auf den Weg zu Gott, die hat doch das und das und das. Ja? Und so ist in jedem Menschen eine Dualität. Wir wissen das von der Monade. Monas bedeutet zwar eins, ist richtig. Aber in abstracto, in Latenz, dual. Sobald Monas oder die Monade Mula Prakriti berührt, die Materie, diesen zeitlos ewigen Schleier der Materie. Und wir wissen, dass es Göttliches gibt. Große Dichter haben immer von den Göttern gesprochen. Buddha sagt, gedenke stets der Götter. Was meint er damit? Hab lieber dein Bewusstsein da oben, denke an diese Ebenen, die sind sehr nah an Nirvana. Ist noch nicht Nirvana. Gedenke stets der Götter. Anstatt dass wir jammernd durch die Gegend laufen, sollten wir mal vielleicht, während wir spazieren gehen, einfach sagen, oh, hallo liebe Götter. Das klingt so komisch, ja? Hallo liebe Götter, wie geht es euch? Oh, ich denke an euch. Ist das schön da in eurer Ebene? Ja? Und da hat ja auch Goethe, glaube ich, hat ein Gedicht darüber geschrieben, das Göttliche. Das soll man uns mal durchlesen, ja? Die höhere Wesen, sagt er, die ahnen wir nur. Ihnen sollen wir gleichen. Sie sollen uns ein Beispiel sein. Natürlich hat der Buddha dann noch ist einen Schritt weitergegangen, hat gesagt, ihr seid lieb, ihr lieben Götter, ihr seid hohe geistige Wesen, ihr seid gekleidet in Lichtgewändern, aber eben auch vergänglich. Das war ja das Gigantische und das Geniale, das Außerordentliche des Buddha, dass der gesagt hat, es gibt noch etwas anderes als das Reich der Götter. Ja? Und sie leiten uns aber trotzdem, wenn wir uns mit denen befassen, auch in dem niedersten Elend, in dem wir sind, wenn wir anstatt uns jetzt mit irgendeinem Film abzulenken, sagen, lenken wir uns mal mit dem Reich der Götter ab. Gedenket stets der Götter. Was haben die Götter für eine Natur? Sie sind glücklich. Ist jemand jetzt vielleicht unglücklich? Sagt er, ja, ich bin unglücklich, das sind die Götter. Dann muss er eben eine Verbindung schaffen zu den Göttern, zum Beispiel entweder, indem er sich mit der Lehre befasst, oder es genügt schon, wenn er sagt, Liebe und Licht. Wenn er sagt, mögen alle Wesen glücklich sein und so weiter und so weiter. So kann er den Guten und dann den Bösen helfen. Dann sind wir natürlich auf einem Zustand, den man anstreben sollte, in dem man alle liebt. Denn ich habe es in einem Spruch gesagt, wer alle Menschen liebt, man soll alle Menschen lieben, die Guten und die Bösen. Dadurch werden die Guten besser und die Bösen weniger böse. Also zum Beispiel, der Faust von Goethe ist nur Nirvana, hat mit Nirvana zu tun, mit gar nichts anderem. Ganz hoch. Geht sogar jenseits der Götterwelt, wenn man sich richtig damit befasst, ja, steigt hoch zu hohen Kreisen oder so ist das, ja. Und er schreibt von der göttlichen Natur, welche im Äther sich befindet. Also was ist Äther, meine Lieben? Höchste Feinstofflichkeit, natürlich. Aber auch immer noch Materie. Wie Mahatera Dr. Georg Grimm und natürlich auch das Buch des Lichts ganz klar schreiben. Wenn wir von Geist reden, meinen wir immer noch Materie. Da würden sich die Atheisten freuen. Die sagen, es gibt nur Materie. Ja, als Hülle gibt es nur Materie. Und auch der Geist ist nichts weiter als feinstofflichste Materie, die man werden kann, sich aneignen kann, wenn man sich mit der Lehre befasst, den Körper feinstofflicher macht, den Körper schwingungshöher macht, sich mit Nahrung versorgt, die feinstofflich ist, die hochvibrierend ist und so weiter, dann haben wir eine Verbindung zu diesen feinstofflichen Ebenen. Dann auch noch sexuell maßvoll lebend, keine Hurerei, sich nicht, ja, diese Energie verschleudernd. Ja, das ist eine Öffnungsenergie, meine Lieben, das Kundalini. Und diese Öffnungsenergie öffnet die Chakren, öffnet die Fenster zu Gott. Das sind Schlüssel, auf dem Weg zu Gott sind unsere Chakren. Oder, anders gesagt, könnte man genauso gut sagen, Kundalini ist der eine Schlüssel auf dem Weg zu Gott, der alle Schlösser öffnet. Bis hoch zum Höchsten, Zirbeldrüse, Hypophyse, die uns dann mit Gott verbindet.